Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Ravensword. Ja, wir haben endlich ein Schlachtross, ne? Und guckt mal, wie nett das klingt. Ne? Ja, ja, das ist ein ganz edles Tier. Genau. So, und ich habe mich jetzt entschlossen, nicht in die Orkhöhle zu reiten, sondern den Hauptquest weiter zu folgen. Lass uns mal ganz kurz gucken. Ich vermute mal, dass wir... Track. Ich vermute mal, dass wir zum Erzmagier müssen. Na gut, okay, wir haben ihn jetzt. Und nun? Ja, genau. Das nächste Ziel ist, spreche mit dem Erzmagier. Genau das werden wir tun. Und dann reiten wir mal ganz schnell. Boah, guck, der Lichtreflex, ist das nicht schön? So bei so ein wunderschöner Tag, da kann man ein bisschen reiten. Genau, da reiten wir an euch jetzt einfach mal vorbei. Ich hoffe mal, dass wir schneller sind. Ich habe wirklich keine Lust, ständig mit diesen Viechern zu kämpfen. So, wenn wir mal gucken. Kannst du springen, Goldchen? Jippa! Yeah! Mei, bin ich eine coole Motte. Jack, bist du cool? Genau, ich bin cool. Jack ist cool. Super. Okay, jetzt gehen wir ganz schnell zum Erzmagier. Und wie komme ich jetzt von dem Pferd runter? Verfolgt uns was? Ne, uns verfolgt nichts. Wie komme ich denn jetzt von diesem Pferd runter? Hallo? Okay. Hallo? So hüpfen wir. So gehe ich in den... Ich kann mich hier mit allerlei Zeug ausrüsten. Aber wie komme ich von dem Pferd runter? Hallo? Ah! Gut, dann gucken wir mal ganz kurz. Options. Customize Keys. Vorwärts, links, rechts, rückwärts. Springen. Verstecken. Aktivieren. Inventory, Magic. Auto Run. Kamera View. Toggle Map. Das war's auch schon. Ich komme von diesem Gaul nicht runter. Ja, bin ich denn jetzt mit dem Gaul bis ans Ende meiner Tage verwachsen? Ich muss doch irgendwie von diesem Gaul runterkommen. Oh. Na gut, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir da jetzt einfach reinreiten. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Hallo? Hallo, Gäulchen? Bist du jetzt noch bei mir? Ah, okay. Nur ist der Gaul weg? Ja, aber trotzdem, also, ne? Ich weiß ja jetzt auch nicht. Egal. Wir gehen jetzt zum Erzmagier. Mit dem unterhalten wir uns jetzt dann. Da komme ich nicht rein, glaube ich. Da muss ich außen rum laufen. Weil hier irgendwo ist er doch, der Erzmagier, gell? Nehmen wir mal die Karte kurz an. Genau. Ich glaube, da müssen wir da hoch. Genau. So, wir dürfen rein. Wir sind Freund vom Erzmagier. Genau, da gehen wir jetzt rein und jetzt reden wir mit dem Herrn mal, weil der muss uns ja jetzt sicherlich was von dem zweiten Stein erzählen. Einen haben wir. Okay, dann schau mal her, mein Lieber. Wir haben den Stein. Wir sind willkommen. Das ist schön. So, ich habe den Ravenstone von Gulch bekommen. Oder geholt. Sehr, sehr gute Arbeit. So. The main... Jetzt. Okay, er hat den zweiten Rabenstein located, gefunden. Und wenn ich fertig bin, gibt er mir den Ort. Okay, dann frage ich ihn doch einfach mal, wo finde ich denn den zweiten Rabenstein? Der ist versteckt in der Zitadelle von Rohrdan. Viele Jahre... Oh Mann. Okay, okay, okay. So, also, dann mal ganz kurz zusammengefasst. Der zweite Rabenstein, der ist in einer Festung. Und diese Festung hat einen Nachteil. Da wurde, irgendwann ging da mal ein magisches Experiment schief. Und jetzt ist diese Tür magisch versiegelt in die Zitadelle, oder beziehungsweise in die Festung. Und jetzt müssen wir einen Herren finden, einen Magier, ein alter Kollege hier von dat Erzmagierchen. Und den müssen wir finden, der kann uns vielleicht helfen. Wie heißt denn der Mann? So. Inside, genau. Also da waren früher viele Lehrer und Philosophen. Und dann haben die eben Unsinn gemacht. Da ging was schief. Ja, so.
Dann wir müssen. Cribben heißt er genau. Er ist ein alter Kollege. So. Und wir sollen ihn finden in the cracks along the southern coast of Tyras. Tyras oder wie auch immer. Okay, das werden wir tun. Aber bevor wir das tun, ich will mal ganz kurz gucken, wie sieht es mit unserer Kohle aus? Nicht ganz so dicke. Nicht ganz so dicke. So, wenn wir jetzt einfach weiter dem Hauptquest folgen, aber ich hätte gerne doch schon nochmal ein bisschen eine bessere Rüstung und vielleicht das eine oder andere bessere. Und vor allem, was ich auch brauche, genau, was wir brauchen, ihr Lieben, da führt kein Weg dran vorbei. Wir brauchen wieder ein bisschen. So, das wird die Südküste sein hier, denke ich mir. Da ist Lamins. Da ist Lamils Hütte. Genau. Was wir jetzt machen, wir erschießen, gehen ein paar Schweine erschießen. Genau. Wir brauchen Futter. Und wir brauchen vor allen Dingen ein bisschen Kohle. So, wo sind wir jetzt? Da, direkt vor der Tür von. Weil da würde ich dann auch eine bessere Armbrust kriegen. So, jetzt gehen wir gucken. Schweinchen, wo seid ihr? Ich brauche Futter. Muss ich etwas rüsten? Keine Schweinchen mehr da. Ah, doch. Da sind Schweinchen. Wow. Muss essen. Genau, so. Und vielleicht sollen wir auch noch ein paar Goblins erschießen. Wir nehmen wieder alles. Oh. So. Da guckt mal einer an. Mittlerweile braucht es bloß noch einen. Ein Schuss. Wir nehmen alles. Und wir gehen auch noch ein paar Goblins erschießen. Aha. Genau. Kohle. Kohle und Futter. Brauchen wir. Nimm alles. Du bist auch noch da, mein Freund. Aber ich brauche jetzt erstmal nur Schweinchen. Wo sind Schweinchen? Komm her, Schwein. Oh, nicht getroffen. Noch mehr Schweine? Ja, da drüben sind noch welche. Und dann gucken wir, dass wir noch ein paar Goblins mitnehmen. Komm mal her. Dann verkaufen wir nachher das Zeug. Die Goblins haben ja auch Kohle. Na, aber irgendwie sind es weniger Schweine geworden, oder? Das waren doch vorher mehr. Ich dachte, ihr spawnt. So, dich jetzt auch noch. Appa. Ab, wo bist du? Komm her. Nehmen wir alles. Und wieder geht's zur fröhlichen Schweinejagd. Das werde ich vielleicht auch, wenn die Geschichte zu Ende ist, werden wir noch eine Runde gemeinsam Schwein jagen gehen. Komm her. Und dich auch noch. Und dich auch. Es macht schon Spaß, wenn man so ein bisschen stärker ist als die Feinde. Wobei, das sind jetzt keine Feinde mehr, das ist einfach nur Futter. Jo, komm her. Ob das wohl gesund ist, so viel Schweinefleisch zu essen am laufenden Band? Wahrscheinlich eher nicht. Denke ich mir mal. So, noch mehr Schweine. Da ist noch ein Schwein. Du bist blankes Geld und Futter, genau. So. Und dann gehen wir noch ein paar Goblins schlagen. Weil die Goblins nämlich auch bares Geld sind quasi. Gewissermaßen sind die ja bares Geld. So. Mal her. So. So schnell könnt ihr gar nicht rennen, wie ich euch erschossen habe. Oh. Tja. Wenn es halt auch noch treffen würde. Ah, oh, schade. Okay. Gut. Hüpf mal. Naja, gut. Okay, dann hüpfen wir halt ins Wasser. Auch egal. Dann greifen wir von da aus an. Ihr habt bestimmt viel Spaß mit mir. Ich weiß es. Irgendwo muss ich auch noch ein Lockpit kriegen. So. Ja, so macht das Spaß. Und jetzt bin ich auch gar nicht aus den. Ah, 50 Gold, super. Jetzt bin ich auch gar nicht aus dem Stealth gefallen. Sehr schön. Komm her, komm. So. 43 Gold. Ja, so lohnt sich das doch, oder? So, sind da noch ein paar andere? Da waren doch so viele.
Goblins, hallo. Da drüben läuft einer. Wo seid ihr? Kuckuck. Da kommt der Jack. Und der Jack braucht Kohle. Oh, da ist einer. Guck mal an. So. So richtig versteckt sein muss man da gar nicht. Da ist jetzt irgendwo einer. Ist da bei mir in der Nähe einer? Nö. So, komm mal her. Einmal Zwetschge. Oh, da sind sie. Ja. Und noch einen, komm. Es ficht mich jetzt nicht wirklich an, dass ihr mich ein bisschen schlagt. Komm her. Komm. Dich haben wir auch. So, dann sammeln wir mal ein. Und aufgestiegen sind wir auch. Das ist super. Ich glaube, dass man jetzt... Das ist so die Frage. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwas gibt wegen Öffnen von Kisten. Wie gesagt, da habe ich bislang nicht drauf geachtet. Komm mal her, da ist noch einer. Oh, wieder zu weit. Aufpassen, dass wir hier nicht zu übermütig werden. Es sind zwei. Ja, schlag du nur. Da nützt ja auch dein Schild nichts. Da nützt ja auch das Schild nichts, mein Lieber. Ja, Kleinvieh macht Mist. Jumm. So, okay. Und noch mehr Goblins? Noch mehr Goblins. Wo sind noch welche? Dich habe ich auch noch nicht gefilzt. Dann filze ich dich mal ganz kurz. Komm mal her, komm. So, Junge. Wenn ich mich bloß erinnern könnte, was die Armbrust gekostet hat. Ich weiß es nämlich gar nicht. Noch irgendwo Goblins? Goblins. Da drüben sind noch welche. Okay, das müsst ihr jetzt einfach mit mir mit ertragen. Und wenn's, ansonsten, wenn es euch langweilt, macht ihr einfach aus. Gell? Oh, guck mal, der kann mehr ab. Lauf ein Stück zurück, Jack. Upsala. Ist schon sehr angenehm, wenn man bloß ein-, zweimal schießen muss, um die Herrschaften... um die Herrschaften zu erledigen. Das macht es wirklich deutlich entspannter. Und wenn die einem auch nicht mehr so viel Schaden machen. Ich meine, so ab und zu mal muss ich mich ja auch treffen lassen, damit meine Verteidigung besser wird. Komm her, so. Nehmen wir alles. Komm her, supsa. Hoho. Jo, mein Freund. Und das war's dann auch schon für dich. Noch mehr? Noch irgendwo einer? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? I love it. Juhu. Das ist wirklich ein unerschöpfliches Reservoir an Kohle. Und angesichts der Stärke, die wir mittlerweile haben... Oh, guck mal, da haben wir einen vergessen. Das kann natürlich nicht sein. Wir nehmen jeden Goblin mit. So, komm her. Und die haben echt nicht schlecht Kohle drin. Und guck mal, 47, das ist doch eine Menge Holz, oder? Ich glaube, da stand irgendwo einer, genau. Du hast mich auch gesehen. Ja, ne? Aber du bist mutig, das muss man dir lassen. Du hast nicht viel Geld, okay. Dafür bist du mutig, auch was wert, so. Dich nehmen wir auch mit. Hehe. So müsste das in Spielen eigentlich immer sein, so leichtes Abschießen. Wobei, auf die Dauer wird es wirklich langweilig. Und ich muss schon sagen, also... Wo bist du? Da schreit's. Dass ich's schon schade finde, dass es... Dadurch, dass die teilweise einfach hängen bleiben, nicht ganz so eine Herausforderung ist. So, das sind drei. Schon wieder gespawnt, gell? Ups, wo bist du? Komm her. Ah, jetzt aber. Okay, ihr Lieben. Dann machen wir den mal kurz diesen hier. Ne? So. Kurzerhand zugeschlagen. Ja. Ich habe noch was anderes als den Bogen. Nur so zur Info. Ich kann auch anders schlagen. Genau. Ich muss nicht unbedingt mit dem Bogen. So, komm mal her. So. Okay, so. All dead. Wunderbar.
nehmen wir mit. Da ist noch einer. Wie sieht's denn jetzt aus mit unserer Kohle? Was hat nur dieser... Jetzt haben wir 1600. Sollen wir jetzt einfach mal versuchen? Genau. Wir laufen jetzt mal zurück und versuchen, ob wir für 1600 einen Bogen kriegen. Einen besseren. Das würde mich jetzt schon interessieren. Ein bisschen was können wir ja auch noch verkaufen. Dann haben wir vielleicht am Ende 2000. Und damit, denke ich mir, könnten wir die Armbrust vielleicht kaufen. Haben wir immer noch diesen leichten Elfenbogen? Ja. Kommt, ich erschieße mir jetzt auch noch. Jepa. So. Nehmen wir alles mit. Jo. Und ich... Du bist echt mutig. Okay. Juppa. Ja. Jack, tu nicht immer so stöhnen, wenn du ein bisschen springen musst. Jetzt gucken wir mal, ob da wieder ein Schwein ist. Schwein, Schwein, Schwein. Dann nehmen wir nämlich noch ein bisschen davon mit. Können wir auch verkaufen. Jo, komm her, Sau. Also ich finde es wichtig, dass fürs leibliche Wohl gesorgt ist. Es soll euch an nichts mangeln. Auch wenn es nicht gesund ist, ausschließlich Schweinefleisch zu essen. Das ist mir ja schon klar. Noch mehr Schweine. Schweinchen. Tadam. Noch mehr Schweine. Jetzt sehe ich gerade keins mehr. Ich denke, das ist auch okay. Jetzt gehen wir mal kurz zu... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Egal. Verkaufen mal ganz kurz die Schilde. Ah, genau. John oder Jon. Wie auch immer. Ja, genau. Wir passen immer auf. Jetzt wollen wir mal... Ja, den haben wir ja schon, gell? Jetzt verkaufen wir. So... Baba. Und nochmal. Yep, verkaufen auch. Verkaufen wir. Hm, die Frage ist... Na, wir behalten es mal. Wer weiß, ob man es brauchen kann. So, jetzt wartet mal. Was wollte man noch verkaufen? Diese ganzen Schilde. Genau. Die verkaufen wir jetzt alle. Goblin Shield, Goblin Shield. Das ist irgendwie ein bisschen nervig, dass ich die nicht alle... Dass ich die alle einzeln... Aber damit kriegen wir ja jetzt mit Sicherheit... Oh Mann. Mit Sicherheit... einen ordentlichen Bogen, würde ich denken. Sag mal, wie viel habe ich denn von den Dingern? Lass mal einer sagen. Goblin Shield. Du musst echt aufpassen, dass du da nicht aus Versehen was anderes verkaufst. Goblin Shield, Goblin Shield, Goblin Shield, Goblin Shield. Jetzt haben wir alle und jetzt haben wir 3000. 3000 Gold. Wauchi. Leute. Super. Okay. Ach, da sind schon wieder Schweine. Nein, ich erschieße jetzt keine Schweine mehr. Können wir später nochmal machen. Ich denke, dass wir jetzt noch kurz... Noch... Genau. Wir gehen noch ganz kurz. Wir gehen noch ganz kurz in den Waffenladen zu dem Bogenbauer. Und gucken mal, ups ja, und gucken mal, ob wir da jetzt so eine richtig schöne Armbrust kriegen. Da freue ich mich ja schon die ganze Zeit drauf, wobei mir dieser Bogen mittlerweile wirklich arg lieb geworden ist. Ich werde ihn auch nicht verkaufen, ich werde ihn in jedem Fall behalten. Weil ich ja auch erstmal austriggern muss, ob das hier so ist, dass die Armbrust auch langsamer ist. In Skyrim gibt es ja mit dem, ich glaube mit Downguard, also mit der Vampirgeschichte gibt's dann ja... Das ist der schon wieder. Da gibt's ja dann die Möglichkeit... So, wo sind denn die Bögen? Wo sind die Bögen? Wo sind Moor? Hier, oder? Genau, hier ist der Bogenladen. Und da gucken wir mal, was wir jetzt für unsere Kohle kriegen. Da Armbrust, hä? Genau, also ich glaube, es ist Downguard. Und da ist es so, dass die Armbrüste zwar mächtiger sind, aber halt sehr viel langsamer. Hi, Alan. Good morning, sir. Ja, hi, hi, ich will mit dir handeln. So, mal gucken, was du da Cooles hast. Den haben wir schon, den Light Elbow.
Dann hast du hier Light Crossbow. Mhm. Enhancement 1. Eine Blunderbuss. Hm. Wir kaufen jetzt die Crossbow. Mal kurz gucken, was unsere hat. Light Ashbow. 17 bis 52. Und du? Du hast 30 bis 90. Kauf mal. Yes. Selbstverständlich kaufen wir den. So. Und jetzt, ihr Lieben, ist es genug für heute. Jetzt habe ich euch genug gequält mit Schweinen erschießen und sonstigen Geschichten. Quick, du kommst auf 5. Genau, lass uns mal gucken. Auf 5. Wunderbar. Wow, guckt dir dieses Teil an. Wahnsinn. Okay, ihr Lieben, genug geschossen und genug gelabert für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.